Wir hatten ein Kauspiel, ein Kauwell, Pro Niveau, bei Europa League war nicht anders zu erwarten. Und wir haben aber alle Chancen hier morgen zu Hause, für das Publikum, ein volles Haus. Mit ordentlich viel Energie, die vor allen Dingen von uns ausgehen muss, von der Mannschaft, und sich das aufs Publikum auch überträgt. Das für uns zu regeln, das ist das Ziel, das wollen wir, das wollen die Jungs. Daran arbeiten wir, und alles andere verschwenden wir auch keine Gedanken. Aber ihr kennt uns jetzt schon auch eine gewisse Zeit. Jeder weiß ja, wie wir Fußball spielen wollen und wie das aussehen soll. Und da wird sich nichts ändern. Das bedeutet, wir haben aufs Gaspedal und die Dinge auf den Platz bringen, die uns auszeichnen. Und trotzdem müssen wir natürlich auch wissen, dass da ein unheimlich gefährlicher Gegner wartet. Alle haben das gesehen, wir haben das vor dem Spiel auch immer wieder artikuliert, mit einer klaren Idee, mit einem unglaublich physisch starken Wesley vorne drinnen, mit strategisch starken Spielern im Mittelfeld, die sich sehr, sehr gut bewegen. Und da haben wir schon dann auch gegen den Ball Aufgaben, die sie stellen, aber an einem richtig guten Tag erledigen wir die. Und darüber hinaus werden wir natürlich auch versuchen, guten, zielstrebigen Fußball zu spielen. Ich werde das Urteilen darüber nie abhängig von irgendeinem Ergebnis oder irgendeinem Spiel machen, sondern ich bin jetzt anderthalb Jahre mit der Truppe zusammen und weiß, was sie imstande ist zu leisten, wie sie drauf ist, wie sie funktioniert. Und ich glaube, dass die Jungs morgen brennen werden.